turning dreams into reality. In the lab of the formula in chemistry. Vivarium von Lorcan Finnegan. Das alles, was Sie brauchen und was Sie sich wünschen. Nummer 9. Nummer 9 ist nicht irgendein Eigenheim. Dieses Haus ist für die Ewigkeit. Blau für einen Jungen. Haben Sie Kinder? Nein. Ich denke, es ist nicht ganz das, was wir suchen. Der Kerl war sowas von schräg. Ja. Warte. Nein, nein, das ist nicht der richtige Weg. Doch, auf der Straße sind wir gekommen. Wieder Nummer 9. Sind wir gerade in eine Schleife gefahren? Was ist das für ein Scheiß? Soll ich fahren? Weil ich denke, das ist doch alles gar nicht möglich. So einen Scheiß gibt's doch. Komm, muss ein Weg hierher sein. Dann können wir doch nicht den Weg raus versperren. Oh mein Gott. Hallo? 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 Was passiert hier? Vielleicht lassen sie uns gehen. Was, wenn die nicht kommen? Was machen wir dann? Einfach rumsitzen und darauf warten, dass man stirbt? Zieh dieses Kind groß und ihr seid frei. Es ist ein Junge. Wir wollten doch nur ein Zuhause. Hier ist dein Zuhause. Gruseliger kleiner Mutant. Vivarium ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2019 von Lorcan Finnegan mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots. Im Science-Fiction-Thriller Vivarium entscheidet sich ein junges Paar, Jesse Eisenberg und Imogen Poots, für den Kauf des scheinbar perfekten Hauses in einer neuen Wohnsiedlung. Der Immobilienmakler ist das erste seltsame Anzeichen für mysteriöse Vorgänge im neuen Leben der beiden. Plötzlich findet sich das Paar gefangen in einem Labyrinth identischer Häuser, gezwungen, ein Kind aufzuziehen, das nicht ihres zu sein scheint. Neben Vivarium hat John McDonnell noch weitere Filme im Jahre 2012 bis 2017 produziert, darunter Nails, I'm Not a Serial Killer, Cherry Tree und Let Us Pray. Der 37-jährige Schauspieler Jesse Adams Eisenberg spielt neben Vivarium noch in verschiedenen anderen Filmen mit. The Medusa, Zombieland, Justice League und Café Society sind nur einige Beispiele davon. Auch in dem 2022 erscheinenden Film Justice League Part 2 hat er eine Rolle. Die 30-jährige britische Schauspielerin Imogen Poots spielt die zweite Hauptrolle im Film Vivarium. Sie ist bekannt aus verschiedenen Blockbustern wie Need for Speed und 28 Weeks Later. Lustige Sidefacts: Ursprünglich wollte sie Tierärztin werden. Ob sie das jetzt noch werden möchte? Und nebenbei ist sie auch noch als Model tätig. Ganz schön talentiert, die Dame.